Oder doch nicht? Nicht? Sternchen! Das heißt, ich habe ihn geschafft. Was passiert jetzt? Es ist die Oma der Familie. Die Familie, das heißt, die ganzen Familienmitglieder waren die Monster. Das ist der Sohn! Der Angler! Er war gar nicht tot! Wer ist das dann? Der Vater, der nebenbei Farmer war, und Holzfäller. Da haben wir sie, die ganze Familie. Da rechts die kleine Tochter und der Sohn und die Oma. Das ist der Opa. Ganz links ist der Vater und daneben ist der Cousin und dahinter ist die Mutter. Ich glaube, das dahinter ist der kleine Sohn, ne? Der doch recht groß wirkt. Thank you very much. Long ago this was a peaceful world. But that meddlesome being appeared and tried to take control. We managed to seal away his power in the five music boxes. But he used the last power of his. Last of his power to change us into strange beings. Fearing his return, we tried to stop you, but we never thought you would defeat him. Thank you very much. So we give you all the treasure you have collected so far. Now then, let me send you back to your own world. Das heißt, die Familie war gar nicht tot. Sie war nur verwandelt. Wir haben sie gerettet. Ja, Wario. Du bist der Meister. Und du hast nebenbei 100 Schätze, ne? Du hast alle Schätze bekommen. Und du hast die Familie gerettet. Genau. Richtig so. Bedien. Wario, du bist der Held des Tages. Und hier kommen die Credits. Mit einer schönen Musik. Und da drin sieht man sogar noch mal die Welt. Wie süß. Ja, das war Wario Land. 3, ja, 3. Ah, da kommen die Musikboxen. Ach, heißt, jetzt kommt jeder Schatz da nochmal, den ich bekommen habe, so mit einem Credit drin dran. Das dürfte aber ziemlich lang dann werden. Na, okay, also wollen wir mal gucken. Ja. Was sagt man so in den Credits? Hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Ja, also das Spiel hat mir gefallen, sehr. Es hat mir auch damals mal gefallen. Vor allem, es ist auch wirklich ein einfaches Spiel, was so ziemlich jeder spielen kann. Du kannst nicht sterben, du hast unendlich Versuche. Es ist halt nur. Du brauchst einfach nur ein bisschen Zeit. Man kann zwar da wieder runtergeschmissen werden von da, wo man gerade hochgegangen ist, aber mit der Zeit lernt man das ja natürlich. Und somit ist das eigentlich ein recht einfaches Spiel. Okay, es hat mich jetzt insgesamt. Überlegen, die Credits sind jetzt in einem Einzelnen wieder, so müsste das 54 gerade sein. Also es hat mich dann 54 Video gekostet, aber ich habe dafür auch alle Truhen gesammelt. Was? Die Credits sind schon zu Ende? Es geht mir zu schnell, warte. Ich bin noch nicht fertig. Also ja, ich habe auch alle Truhen gesammelt. Ich glaube, es hat noch einige, also wollten einige, dass ich die auch alle sammle. Ja, gut. Genau, nächstes Projekt. Ich habe beschlossen. Achtung. Jetzt hört sogar die Musik auf. Praktisch. Moment. Ich sag's gleich. Ich will nur sehen, ob noch was passiert. Ende. Okay, es ist zu Ende. Das waren ziemlich kurze Credits sogar. Perfekt. Oh, cool. Moment. Vielleicht kommt jetzt noch was. Yeah, Wario grinst mir in die Fresse, ins Gesicht. Weil ich alle Schätze für ihn gesammelt habe. Jetzt Bang wächst auch gut, während sich der Perfekt-Bildschirm da ein bisschen hin und her färbt. Ja, das nächste Projekt wird Tales of the World Narikiri Dungeon 2 sein. Ich weiß nicht, ob das irgendwem da draußen was sagt. Das ist ein. Also, Tales-Aufspieler werden sicher einigen was sagen. Tales of Symphonia, Tales of Phantasia. Was ist noch alles in Deutschland erschienen? Tales of Vesperia. Also, Symphonia war für den GameCube erschienen, Phantasia für die Game Boy Advance, eine Neuauflage, und Vesperia für die Xbox 360. Habe ich auch alle gespielt. Gefällt mir davon aber Tales of Symphonia immer noch das Beste. Das ist für mich das beste Spiel, was es gibt. Und viele Tales-Spiele wurden ja nie nach Deutschland oder überhaupt aus Japan rausgebracht. Das finde ich schon scheiße. Tales of the Abyss zum Beispiel, wo hat es auch nur bis nach USA geschafft, und das ist auch ein geiles Spiel, von dem, was ich davon gesehen habe. So, und Tales of the World Narikiri Dungeon 2 ist ein Tales-Spiel für den Game Boy Advance. Ja, ich glaube, das ist.
War das etwas älter als Phantasia? Also die neue Flagge, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, das ist so ein Tales-Spiel, es hat halt eine normale eigene Handlung. Und es sind nebenbei Gastcharaktere aus anderen Tales-Spielen dabei. Das finde ich geil. Und ja, ich habe da jetzt letztens eine gute ROM gefunden mit einem englischen Patch. Ich weiß nicht woher. Also ich kann es sehen, es wird halt auf Englisch sein, das Spiel. Kann man halt nichts machen, aber wird euch schon sicher gefallen, hoffe ich mal. Gut, ja, also das wird zwar vielleicht nicht direkt morgen kommen, aber irgendwann in den folgenden Tagen fange ich dann damit an. Also, wir sehen uns bis dahin. Ja, hier Wario, grinst euch nochmal schön ins Gesicht. Kommt noch was? Hä? Ich krieg den Perfect-Bildschirm nicht mal weg. Also Perfect Forever. Ja, Wario. Mit grinsendem Gesicht und zwei Daumen hoch, sagen wir doch mal beide. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.